Ja, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich habe keine Ahnung, ob die Fledermäuse mich sehen da oben. Bis jetzt haben sie mich noch nicht gesehen, aber den Rumi da will ich mal sehen, ob ich den erwisch. So weggerannt. Die Fledermäuse haben den Rumi in die Höhle reingetrieben. Ist da eine Höhle? Weil es hell geworden sind, sind die hier reingeflogen. Entdeckt. Höhle an der Farm. Wer schmeißt denn da mit Zeug? Wer ist denn da drin? Naja, merken wir uns. Wir klettern erstmal hier hoch und gucken. Ist natürlich auch von innen, aber weiß man ja nicht, wie tief es da runter geht. Ist die Höhle jetzt eingezeichnet eigentlich? Ja, Höhle an der Farmruine. So, die kann man, also da sollen wir irgendwie hin. Da ist ein Turm und da ist auch unser Ziel. So. Dahin. Ich habe aber hier noch Schreine gesehen, aber der Turm wäre schon erstmal nicht schlecht, den Turm zu aktivieren. Ui, guckt euch an. Was ist denn das? Bockblinz, die haben jetzt alle ein dickes Horn auf der Stirn und die haben einen dicken Chef. Okay. Vielleicht gehen wir erstmal dann rüber. Schreien. Schreien oder nicht schreien. Möwendorf für ihn. Ah, da ist noch einer. Ein Flugschwert ist zerbrochen. Ist hier irgendwas, was für Synthese geeignet ist? Mal nicht so richtig. Wir gucken, wir müssen auch mal was essen. Ne? Soldatenschwert. Na gut. Das schmeißen wir weg. Nehmen wir das Soldatenschwert. Das ist wenigstens nicht verrostet. Ein Holzpfeil. Waffentasche ist voll. Na, wie auch immer. Gucken wir nochmal hoch und schauen uns um. Da drüben ist ja der Schrein. Da gehen wir mal zu dem Schrein. Fix. Da ist eine Kochstelle. Thema Kochstelle. Vielleicht sollten wir was essen, ne?
Hatten doch so einen Fisch gebraten. Genau. So. Wow, was? Die Bäume können jetzt laufen? Was ist denn da los? Echt? Wildschwein. Hier waren merkwürdig geformte Steine. Ein Fuchs. So, Schrein. Das erste Schrein auf dem Boden. Mal gucken. Formenrätsel. Ausgucken. Hier müsste man sich was bauen, scheinbar. Na, wir müssen erstmal durch diese Tür hier gehen. Da ist ein X und das ist ja ein Formenrätsel. Das muss ja irgendeinen Sinn haben, dass das so heißt. Soll das da durchstecken? Ach so, man muss alles da durchfriemeln und dann als Brücke nehmen. Ja gut, das scheint mir ja einfach. So. Das war wahrscheinlich auch noch nicht die Schwierigkeit an dem ganzen Ding. Ne, erstmal so, und dann so. Und dann wieder so. Und dann diesen hier. Da springen. Na fast. Na komm, machen wir es nochmal. Das war der erste Streich. Geh mal schon mal hier rein. Okay, wir müssen irgendwie da hoch, ne? Kommen wir aber so nicht. Wir müssen quasi hier was durchfriemeln. Wie Bauklötzchen. Kinder haben meistens Spielzeuge, wo Bauklötzchen in bestimmten Formen in irgendwelche dazu passenden Löcher gesteckt werden müssen. Und so kommt mir das hier gerade vor. So. Also. Drehen. Nee. Das ist schade, dass es nur vorwärts und so geht. Es müsste, wenn es Rotation gäbe jetzt, ne? Nach links und rechts, gibt es aber nicht. Muss ich mal erst so drehen und dann so und dann so. So. Und jetzt müssen wir es so drehen und ne, nochmal zurück. Eins so und dann nochmal zwei so. So, jetzt haben wir es. Nicht drunter stehen und es irgendwie komisch fällt. So, jetzt müssen wir das da drauf basteln, damit wir da hoch können. Müssen wir es wieder drehen.
gucken, ob uns das hilft, wenn wir das so hin tun. Kann man da überhaupt dann hochklettern? Wenn nicht, muss man es irgendwie anders hin tun. Ne, ist nicht zum Springen. Okay, dann ist das ein weiteres Rätsel. Und wir nehmen es wieder in der Hand. Und drehen es noch ein bisschen. Nee. So vielleicht. So sieht's doch gut aus. Oh, mein Rätsel halt. Jawohl. War ja nur eine Kiste. Gab's hier keine Kiste? Das ist bestimmt eine Kiste. Lass uns mal kurz so stehen und ich guck noch mal kurz überall, ob noch irgendwo was zum Hochspringen oder so ist. Da wäre die Kiste gewesen. Und die kriegt man nur, wenn man das wieder zurückfriemelt und dann das hier als Treppe nimmt. Na gut, das muss man halt versuchen, ne? Und hier kann ich nicht hochkrabbeln. Na, holen wir es halt nochmal zurück. Die Minute haben wir auch noch. Wissen wir jetzt, wie es hier hinkommt. So, also nochmal drehen. So. So. Nee. Dann vorhin schon. Ich hab es nicht gemerkt. Ne, wir verkannten es nur. Also mal zurück. Das Blöde, wirklich blöd, dass es hier die eine Rotation nicht gibt, die eine Achse. Ne? Muss man sich das irgendwie so zurechtbauen. Wie soll es aussehen? Übereinander. Also muss es noch ein bisschen so gedreht werden. Nee. Eins weiter. Kriegst nicht mehr hin, gibt's doch nicht. Das ist zu hoch. So, aber auch nicht. Okay, na das war ja was. So, und jetzt sollen wir das dort wieder als Brücke nehmen. Mensch, müsste hier hochgehen. Ja. Was muss sich auch lohnen, ne? Sportmedizin.
Naja. Ich hätte mir irgendeinen Gegenstand gewünscht. Ein Schwert oder eine Waffe oder was zum Anziehen noch besser. Naja. Manchmal ist es halt einfach so. Gut, dann drehen wir es jetzt wieder. Also, drehen. Der Seite geht's einfacher. Die anderen habe ich ganz schön gemehrt. Ach, geht durch die Tür. So. Wegen so einer blöden Medizin. So, aber jetzt. Okay, jetzt überspringen wir es mal. Weil die sagen ja bestimmt auch nichts anderes. Wir müssen ja unbedingt Herzen sammeln. So, möge Segenslicht, genau, mir das schenken. So, die Richtung müssen wir. Entdeckt. Abgrund der Ebene von Hyrule. Ah ja. Da kümmern wir uns später drum. Was ist das, ein Ballon? Mir geht's so schlecht. Wer bist denn du? Oh. Lieber Reisender, tu deinem Körper den Gefallen und halte dich von dieser seltsamen Substanz fern. Sie wird Miasma genannt und wenn du sie berührst, wirst du rasch deine Lebenskräfte verlieren. Mir ist genau das passiert. Ich habe den Untergrund untersucht und bin dem Miasma zu nahe gekommen. An der Oberfläche wirst du dich nach und nach erholen, auch wenn es dir richtig mies geht. Im Untergrund geht das leider überhaupt nicht. Ich habe wirklich gedacht, ich werde sterben. Ach, und das, obwohl ich damit betraut wurde, diese Untersuchung hier zu leiten. Ich schäme mich so. Jetzt bleibt alles an Dawal hängen. Eigentlich wollte ich bis zum Abend wieder richtig fit sein, aber... Dawal? Dann sagt man nochmal dasselbe. Ach, da steht noch einer. Wie tief kann das sein? Hey, du kannst doch nicht... Du kannst doch nicht an jemanden anschleichen, der an das Loch schaut. Stell dir doch mal vor, wir müssten unsere Forschungsarbeit wegen einem Unfall oder so unterbrechen. Ja. Die Erforschung der Abgründe hat für die Sonar-Forschungsgruppe allerhöchste Priorität. Und Yosha, die vom Spähposten aus alles bis ins Detail geplant hat, wäre sowas von enttäuscht. Abgründe erforschen? Das sind die großen Löcher, die während des Kataklysmus entstanden sind. Es gibt überall in der Welt reihenweise davon. Wir können große Löcher wie dieses, bei dem man den Boden nicht sieht, nicht einfach ignorieren. Also, wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Forschung scheitert. Für unser Idol, Yosha. Wer ist denn Yosha? Oh. Du siehst doch dieses große Ding da drüben, das wie ein Turm aussieht. Ah, oder? Die Basis für unsere Arbeiten befindet sich dort. Yosha ist auch da. Übrigens, sprich mich das nächste Mal nicht so plötzlich an. Ich arbeite den ganzen Tag hart an den Forschungen. Kann man runter springen und möglicherweise fliegen, aber dann würde mir auch das Parasegel fehlen. Das hier? Hier kann man Feuer machen und dann kann man damit fliegen wahrscheinlich. Ballon. Bei Luftlung. Das ist ein Pferd. Ah, da müssten wir uns erst einen Stall suchen. Und ich weiß nicht, wo hier ein Stall ist. So, sollen wir nochmal hin? Dahin. Wo er uns gerade gezeigt hat, den Turm da. Jetzt kommen wir ja auch noch an Pferden vorbei, die in unsere Richtung liegen. Ach, es
gibt jetzt Bäume, die laufen können. Das ist schon... krass. Noch ein paar Funkelfrüchte. Rehe. Das ist eine Stadt oder sowas. Hier ist wieder Baumaterial. Und es wird wieder Abend. Rehe hauen ab. Da waren, glaube ich, Bienenstock. Ich bin gleich im Dorf. Oder was immer das ist, Außenposten. Das ist ein Turm jedenfalls, ne? Und außerdem sollen wir da hin. Also machen wir das auch. Können wir auf die Straße gehen. Ach, Räder sind da auch. Kann man sich einen Wagen oder sowas zusammen bauen. Das ist ja richtiges Vor hier. Hä? Wie kann das sein? Link? Ihr seid's doch, Link. Ja, schon. Der Doros. Wo war ihr die ganze Zeit? Kaum brecht ihr mit Prinzessin Zelda zur Nachforschung im Untergrund auf, hebt auf einmal das Schloss ab. Ihr könnt euch vorstellen, was für Sorgen sich alle gemacht haben. Besonders Pura hat sich kaum ausgeruht oder gar geschlafen, weil sie versucht hat, euch beide wiederzufinden. Direktorin Pura sollte sich in dem großen Haus da hinten befinden. Okay. Bitte geht schnell zu ihr, damit sie weiß, dass es euch gut geht. Spähposten. Ah, hier ist auch ein Stall. Deine Ankunft hier wird zu einigen Wirbel machen, wie mir scheinen. Aber ich sollte mir wohl nicht zu viele Sorgen machen. Wenn du das erste Mal hier bist, kannst du dich beim Soldaten im Zentrum des Spähpostens informieren. Beim Soldaten im Zentrum des Spähpostens. Eine Suche beim Schloss. Oh? Psst, nicht jetzt. Der Truppenführer redet gerade. Oh? Verzeihung, Fremder, aber ich erteile den Truppen gerade Befehle für die Suche nach Prinzessin Zelda. Gedulde dich doch bitte kurz, bis ich... Nanu? Nanu! Heilige Hylia! Hat man Worte? Ich traue meinen Augen nicht. Du bist doch der legendäre Recke mit dem Schwert, oder? Ja, das habe ich aber leider verloren. Und wohlauf bist du auch, so ein Glück. Gestatten? Clarenz, Oberkommandant der Monsterwehr. Freut mich sehr. Aber wichtiger ist, dass Direktorin Pura so schnell wie möglich von deiner Rückkehr erfährt. Am besten von dir selbst. Die Monsterwehr? Es ehrt mich ja überaus, wenn du dich für unsere tapfere Truppe interessierst, aber Direktorin Pura geht vor. Du solltest sie sofort aufsuchen, damit sie weiß, dass du unversehrt zu uns zurückgekehrt bist. Na gut, dann gehen wir zur Pura. Und dann will ich irgendwie auf den Turm da auch. Seid ihr es wirklich? Link, wo seid ihr nur gewesen? Ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr nicht alle auf eure Rückkehr erwartet haben. Ist Prinzessin Zelda nicht bei euch? Bitte sucht doch zuerst Pura auf. Das große Gebäude auf der Nordseite ist das Forschungslabor. Pura sollte dort im ersten Stock zu finden sein. Ja, wir gehen ja eigentlich einfach dahin. Hm? Das ist doch Robelo. Guten Abend. Was für eine wundervolle Nacht, oder? Hehe, du. Wo hast du nur gesteckt, hä? Robelo, leitender Pura-Pet-Erfinder. Nein, warte. Erzähl mir am besten später alles. Erst einmal solltest du schleunigst zu Pura gehen und mit ihr sprechen. Seitdem ihr beide verschwunden seid, ist sie richtig mies gelaunt vor lauter Kummer. Sie sollte im ersten Stock sein. Sei so gut und geh zu ihr, damit sie sich endlich keine Sorgen mehr machen muss. Na gut. Gehen wir erstmal zu ihr. Ich hätte zwar auch mit den anderen erst noch gesprochen, aber... So nah, Jung. Halt! Was machst du denn da? Das sind Joshas Werkzeuge für die Erforschung der Abgründe. Die darfst du ohne Erlaubnis nicht anfassen, sonst bekommst du riesigen Ärger. Ihr Irrlichter, was? Irrlichter? Beten. Aha. Was immer das ist, erfahren wir bestimmt auch noch. Bin ich hinten rausgegangen. Wollte ich gar nicht. Hm, wo ist denn das komische Gebäude, wo wir hin sollen? Was ist das?
Ja, wahrscheinlich. Dann kann man auch den nochmal fragen, was ist. Diese ballonartigen Teile, die vom Himmel gefallen sind, werden also als Sonaubauteile bezeichnet. Also viel ist über Sonaubauteile noch immer nicht bekannt, aber für Pura ist das anscheinend kein Hindernis. Meine Chefin ist nicht nur der schlauste Kopf von Hyrule, sondern auch als ein Konstrukteur ein Genie, wie dieses Vehikel deutlich zeigt. Oh, möglicherweise. So, wo geht's denn rein in dieses komische Gebäude? Da drüben. Ne, das Gebäude sind, oder? Das ist der Turm. Geh erstmal hier in das Gebäude. Damit der Pura sich beruhigt. Die Direktorin. Huch. Gegoldenes Haar und blaue Augen. Die Direktorin Pura. Der Herr Ritter. Er ist zurückgekehrt. Das stimmt. Hoppla. Das ist ja... Wo kommst du auf einmal her? Stopp! Du bist kein Gespenst, oder? Ui. Der Arm sieht ja wild aus. Eins steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Na dann. Pura, Direktorin des Spähpostens. Ist aber groß geworden. Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pad überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Master-Schwert ist weg. Da kann man vom Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Das ist unglaublich. Was? Wie um alles in der Welt hast du den Sturz von dort oben heil überstanden? Ein roter Mond. Rauru, soweit ich weiß, hieß doch der erste König Hyrules, von dem die Legenden berichteten. So, nicht wahr? Es gibt alles so überhaupt gar keinen Sinn. Nur eines kann ich mit Sicherheit sagen. Die Mumie, die du im Untergrund gesehen hast, steht gewiss mit dem Kataklysmus in Verbindung. Und was den Zustand des Schlosses und die vom Himmel herabregnenden Ruinen betrifft, würde mich doch sehr verwundern, wenn hierfür nicht auch der Kataklysmus verantwortlich wäre. Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass du die Stimme der Prinzessin gehört haben willst. Bitte finde mich. Das war doch ihre Worte, richtig? Wenn das stimmt, dann ist die Prinzessin also noch am Leben. Vielleicht konnte sie unter Schloss Hyrule Schutz finden und ruft dich nun von dort aus zu Hilfe. Es wäre das unangenehm, dich direkt nach deiner Rückkehr um den Gefallen zu bitten, Link, aber meldet sich bitte beim Suchtrupp, der unter dem schwebenden Schloss Hyrule Ausschau nach euch beiden hält. Der Name des Truppenführers lautet Holm. Bitte hilf ihm dabei, die Prinzessin so schnell wie möglich zu finden. Die Mumie, die das so übel mitgespielt hat, befindet sich vielleicht noch immer in der Nähe. Aber die Zeit drängt und uns bleibt keine andere Wahl. Ich zähle auf dich, Link. Ah, es gibt Charaktere, die hier eine Beschreibung haben. Beste und bekannteste Forscherin ist Pura auf dem Gebiet antiker Technologie im ganzen Land. Einst im Dienste des Königshauses erforschte sie später mit Prinzessin Zelda die Sonau-Kultur und das Miasma, das urplötzlich im Schloss Hyrule erschienen war. Ihr zartes Alter von mehr als 100 Jahren sieht man ihr nicht an, da sie an sich selbst Versuche zur Altersumkehr vorgenommen hat. Zeitweise wirkte sie sogar noch jugendlicher als jetzt. Auf nach Hyrule geschafft.
Schwebende Schloss. Da müssen wir als nächstes hin, echt? Wenn die Prinzessin will, dass wir sie suchen, dann sollten wir das auch tun, und zwar schleunigst. Wenn du dich unter dem schwebenden Schloss Hyrule umsiehst, solltest du Truppenführer Holm finden. Er leitet einen Suchtrupp, den du dich anschließen solltest. Gemeinsam müsst ihr Prinzessin Zelda finden. Ich verlasse mich auf dich, Link. Und du? Hey, hey, arme Prinzessin Zelda. Sie ist ganz allein irgendwo unter Schloss Hyrule, also genau da, wo auch diese gruselige Mumie war. Ich an ihrer Stelle würde in Ohnmacht, Schockstarre und Scheintod gleichzeitig fallen. Bitte, Herr Link, rette unsere liebe Prinzessin Zelda. Ja, wo geht's denn hier nochmal hoch? Hindurchsehen. Da ist er mal hin. Echt? Sieht nicht besser aus, als es früher ausgesehen hat. Oh, so großer Schwenkbereich hat es gar nicht. Naja. Und da sieht man das nächste Schrein. Oh. Blutmond? Aber ich bin jetzt nicht gestorben. Oh Mond, in tiefes Rot gefärbt. Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Die Seelen der Monster erlangen wieder eine fleischliche Gestalt. Wie einst. Im großen Kriege es geschah, ergießt sich ihr Hass von Neuem über das Land. Krass. So, den hat er schon mit einem Ballon. Kannst du uns jetzt noch was sagen? Hey du, hast du eine Ahnung, wie viel Sorgen ich mir gemacht habe? Das ist also der Arm, von dem Pura geredet hat, ja? Hm, schon seltsam. Nein, 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 dafür ist jetzt keine Zeit. Stimmt es, dass du das Pura-Pad hast? Dein Pura-Pad ist noch nicht ganz perfekt. Da ist noch Luft nach oben. Wenn die Sache mit Joshas Erforschung der Abgründe erledigt ist, setze ich meine Forschung im Institut in Hateno fort. Also folge mir. Wenn die Zeit reif ist, solltest auch du nach Hateno kommen. Ja, wir wollen mal gucken, was das hier, ob ich den Turm aktiviert kriege. Ich weiß ja gar nicht, wie die Dinger hier funktionieren. Öffnen. Ist das ein Fahrstuhl? Und wenn ja, wie funktioniert... Ah, Moment. Da brauche ich wahrscheinlich erst meinen Shiga-Stein oder irgendwas. Ich kann den nicht aktivieren. Ah. Schade. Na gut, da muss ich wohl erstmal zu dem Typen gehen, ne? Die ist inzwischen wieder zugegangen. Achso, wir können ja nochmal hier auf die Kommando hier, was ich gerade auf die Suche mache. Vielleicht wollen die mitkommen. Pferd wäre auch nicht schlecht. Welches Glück, dass du wohl auf zu uns zurückgekehrt bist, Link. Leider ist die Prinzessin wohl weiterhin verschollen. Einige Mitglieder der Monsterwehr nehmen derzeit Schloss Hyrule unter die Lupe und suchen nach Spuren. Ich bete, dass sie nach ihrer Rückkehr Neues vom Verbleib von Prinzessin Zelda zu berichten hatten. Spurensuche im Schloss? Naja, unter dem Schloss sollte man jetzt wohl sagen. Direktorin Pura möchte, dass wir die Gegend rigoros absuchen. Schließlich war der Untergrund von Schloss Hyrule Prinzessin Zeldas letzter bekannter Aufenthaltsort. Und damit die Suche auch erfolgreich ist, hilft die Monsterwehr mit und dreht jedes Steinchen dort um. Monsterwehr? Ganz genau, wir sind eine Gruppe unerschrockener Krieger, die alle im Königreich vor Monstern beschützen. Wobei wir im Moment etwas anderes tun. Direktorin Pura hat uns nämlich einen besonderen Auftrag gegeben. Wir sollen für sie das Schloss auf den Kopf stellen und dort nach Spuren suchen. Ich habe mir gerade den Kopf zerbrochen, ob ich unseren Leuten nun Verstärkung schicken sollte oder nicht. Aber wenn ein Recke deines Kalibers ihnen zu Hilfe eilt, kann ich meine anderen Kämpfer ruhigen Gewissens hier lassen. Holm und sein Suchtrupp werden sicher ganz aus dem Häuschen sein, wenn du wie aus heiterem Himmel zu ihm stößt. Na prima.
Kann ich jetzt bis zum Morgen hier warten? Gibt es denn hier irgendwo ein Lagerfeuer wenigstens? Ich ein bisschen ausruhen kann. Dagegen gucken. Also da sind Pferde. Kann ich mir da eins leihen? Da ist ein Feuer. Kann ich hier eins haben? Als du angekommen bist, hatte ich so ein Gefühl, dass es hier bald nicht mehr so ruhig zugehen würde. Ha, ah, darüber zerbreche ich mir jetzt nicht den Kopf. Wenn du das erste Mal hier bist, kannst du dich beim Soldaten im Zentrum des Spielpostens informieren. Oder hast du vielleicht vor, ein Pferd zu registrieren? Leider befindet sich dieser Stall immer noch im Aufbau, also musst du damit ein wenig warten. Pferd registrieren? Wenn du ein Wildpferd registrierst, kannst du es an einem Stall jederzeit zu bringen lassen. Wie du siehst, ist hier kein Platz, um einen großen Stall zu bauen, aber ich wollte einen Ort, der für die Pferde da ist. Und deshalb baut uns Torda vom Bauunternehmen Doomstar eine Pferdestation. Sobald sie fertiggestellt ist, kann man hier Pferde registrieren, unterbringen und abholen. Wie in jedem anderen Stall. Wer bist denn du eigentlich? Früher habe ich im Stall der Orni, genau, in Hebra gearbeitet. Ich habe mich da um die Pferde gekümmert. Das war gute Arbeit. Aber dann kam eine gewaltige Kältewelle, sodass immer weniger Gäste kamen und wir irgendwann schließen mussten. Zu guter Letzt wurde der Stall wohl vom Kleeblatt-Kurier oder so ähnlich gekauft. Ich wusste nicht mehr weiter, bis mich Pura gefragt hat, ob ich mich nicht um die Pferde am Spielposten kümmern will. Und da bin ich nun. Pack dich schön warm ein, falls du nach Hebra aufbrechen möchtest. Es ist wirklich enorm kalt dort. Ja, meine schicke Hose, die habe ich schon an. Die hält mich ein bisschen warm. So. Das war gar kein Feuer, das war nur eine Lampe. Naja, können wir hier nochmal ein bisschen gucken. Was sagt man dazu? Wozu? Hey. Komm ruhig näher, willkommen. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Dies ist der einzige Laden, den es am Spähposten gibt. Ich weiß, auf den ersten Blick macht er nicht viel her. Aber in meinem Heimatdorf gehörte mir der Krämerladen. Da bin ich sicher, dass ich hier eine gute Auswahl anbiete. Es würde mich freuen, wenn du Stammkunde wirst. Heimatdorf? Oh. Mein Heimatdorf heißt Angelstedt. Es liegt so weit im Süden des Landes, dass es auch das Dorf an der südlichsten Spitze genannt wird. Oh. Und dann tauchten plötzlich Piraten auf. Piraten? Mir gehörte der Krämerladen dort, aber ich konnte mir nur noch meine Waren schnappen und dann rannte ich los. War das die auf dem Steg? Einen richtigen Laden gab es da, glaube ich, gar nicht. Naja, egal. Ich möchte wirklich gern wissen, wie es dem Dorf ergangen ist. Irgendwann gucke ich vorbei. Aber ich glaube fest daran, dass ich eines Tages in meine Heimat zurückkehren kann. Also muss ich jetzt Handel treiben. Bitte such dir was auf, such dir aus, was du haben möchtest und sprich dann mit mir. Darf es noch was sein? Na, erstmal gucken. Das haben möchtest, nimmst du bitte und sprich mich da an. Was kostet denn der Spaß? 130. 70. 120. Einen Apfel kaufen bestimmt, nicht Holzpfeile. Werden uns auch hinterhergeworfen. Aber vielleicht kann ich erstmal was verkaufen. Wer bist denn du? Ah, wie toll. Oh, die Hylia-Serie hat wohl auch deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ja? Die Sachen haben ein tolles Design und auch die Passform ist perfekt. Beliebt bei Reisenden, unerlässlich für Abenteuer. Na los, dann kaufen wir mal was ab. Vielleicht kauf von mir. Krieg ich in Rhodonit? Ich hab zwei Rhodonit. Na dann erstmal weg damit. Mein erstes Geld. Andere Zeug ist nichts wert. Alles klar, dann nicht. Ich freue mich, dass du. Du knauserst nicht, mein Herr. Das macht mich natürlich glücklich. Das, die Kappe nehme ich auch. So, dann können wir uns so ein bisschen was anziehen, wenigstens. So. Jetzt ist es doch schon besser. Was für eine Waffe. Ah,
hätte gedacht, dass mich der große Link mal ansprechen würde. Oh, habt ihr etwa meine tolle neue Waffe bemerkt? Hm? Seht mal, für den Fall, dass die Monster hier auftauchen, habe ich mir so eine Art Waffe gebaut. Alle Waffen aus Eisen sind zerfressen. Ist also derzeit wahrlich nicht leicht, sich ordentlich auszurüsten. Darum habe ich einfach einen Felsbrocken an der Spitze eines Asts angebracht. Felsbrocken? Oh, klein, ja. Das Ganze sieht etwas seltsam aus, könnte aber durchaus seinen Zweck erfüllen, oder? Oh, könnte sein. So, gehen wir weiter und gucken, was hier noch ist. Wie mache ich's nur? Was willst du denn machen? Tut mir leid, aber ich habe gerade viel zu tun. Der Tor da. Hä? Link? Du ahnst ja nicht, wie erleichtert ich bin. Ich habe mir ja solche Sorgen gemacht. Wo bist du denn bloß gewesen? Tut mir leid, wenn ich alles etwas zu dramatisch sehe. Du möchtest zuerst zu Bua, oder? War schon dort. Im Moment überlege ich gerade, wie man am Spähposten eine Pferdestation bauen könnte. Leif, der sich mit Pferden auskennt, ist auch hier und es wäre praktisch, wenn er sich um die Pferde hier kümmern könnte. Der Bau der Station wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen, aber schau doch mal vorbei, wenn alles fertig ist. Auf jeden Fall. Spähpostenbrunnen. Okay. Moment. Na. Was war denn das? Hallo? Bitte nicht anfassen. Warum? Ich wollte mal in den Brunnen reingucken. Der Brunnen wird gerade noch gebaut. Ich kann nicht riskieren, dass du dich verletzt oder gar hineinfällst. Okay, soll ich es nicht machen. Ich war ja nur neugierig. Geht's hier hin? Geht's hier irgendwo hin? Nee, das ist Schluss. Inzwischen wird's hell, ne? Ich habe ja eigentlich nur ein Lagerfeuer gesucht. Wo ich bis zum Morgen warten kann, ohne erst das Feuer anzuzünden. Oho. Komm, da gucken wir hier nochmal. Studien zum Kataklysmus lesen, erste Seite. An diesem Tage bebte das Land und vermeintlich bodenlos tiefe Abgründe taten sich auf. Am Himmel begann es zu rumoren, worauf schwebende Inseln erschienen, die seither Teile von Ruinen herabregnen. Zu einem Übermaß jedoch erhob sich auch noch Schloss Hyrule in die Luft und stellte unser altes Weltbild auf den Kopf. An dieser Geschehnisse scheint nur ein Begriff wahrhaft treffend zu beschreiben: Kataklysmus. Den Abgründen entsprang eine übel anmutende Materie, die alles zerfrisst, was mit ihr in Berührung kommt. Jeglicher Kontakt führt dazu, dass der Betroffene von unheimlichen Leiden befallen wird. Als wäre dies nicht schrecklich genug, umschließt diese furchtbare Substanz all unsere Waffen und zerfrisst auch diese. Wir nennen sie Miasma. Mangels weiterer Erkenntnisse entschieden wir, die Inseln im Himmel fortan als Himmelsinseln zu bezeichnen. Ist nur ein Verdacht, aber anhand der herabfallenden Ruinen vermute ich, dass sie der Sonau-Zivilisation entstammen. Von jenen Sonau weiß man sehr wenig, es heißt jedoch, dass sie einst den Himmel bevölkerten. Trotz der offensichtlichen Gefahr, die der Kataklysmus für Hyrule darstellt, kann ich mich eines Gedanken nicht erwehren. Die derzeitige Situation könnte durchaus Anlass für eine gründliche Auseinandersetzung mit unserer Geschichte sein. Meinem Impuls folgend leite ich sofort die Erforschung herabgestürzter Ruinen und der Himmelsinseln in die Wege. Erste Anhaltspunkte lieferte ein Bericht der Dorfvorsteherin Kakarikus über dort gefundene Ruinen mit Textfragmenten. Ich wies die Sonar-Forschungsgruppe an, in jenem Dorf in Nekluda südöstlich des Spähpostens Quartier zu beziehen. Da ich selbst im Spähposten unabkömmlich bin, kann ich die gewaltigen Ruinen Kakarikus nur von hier aus betrachten. Gewaltige Ruinen Kakarikus, aha. Muss man auch nochmal hin. Währenddessen steigt aus dem Krater, den Schloss Hyrule hinterließ, unablässig Miasma hervor. Dieser Umstand erschwert unsere Arbeit erheblich, sodass Prinzessin Zeldas und Links Verbleib weiterhin ungewiss ist. Kurz nach dem Aufbruch der beiden zu ihrer Expedition unter das Schloss suchte uns der Kataklysmus heim. Ob zwischen beiden Ereignissen womöglich eine Verbindung besteht? Okay. Was haben wir? Hat.
Tagebuch lesen. Es wurde eine Treppe entdeckt, die in tiefe Gewölbe unter Schloss Hyrule führt. Nicht einmal Prinzessin Zelda wusste davon. Die Existenz dieser Gewölbe scheint demnach selbst in der Königsfamilie in Vergessenheit geraten zu sein. Allerdings lässt sich dort Miasma feststellen, weshalb eine Untersuchung angebracht schien. Ich habe Prinzessin Zelda und Link dafür bestimmt, den Untergrund zu erkunden. Genau genommen hatte Prinzessin Zelda sich bereits freiwillig dafür bereit erklärt, bevor ich sie bestimmen konnte. Ich weiß zwar, dass niemand sonst für diese Aufgabe qualifiziert ist, aber ein ungutes Gefühl habe ich dabei dennoch. Ich habe mein Tagebuch nun in 4 Bände aufgeteilt, sodass sich durch Finden eines Bandes nur ein Viertel davon offenbart. Ich bin schon wirklich ziemlich genial. Den ersten Band werde ich Impa geben. Okay. Apropos Impa. Schon seit ich sie kenne, hat sie die Angewohnheit, wichtige Dinge unter anderen Dingen zu verstecken. Einmal versteckte sie ein Hefebrötchen unter einem Kissen und blättete es dann, als sie sich gedankenverloren draufsetzte. Tagebücher sind bereits platt, aber sie sind meiner Meinung nach zu wichtig, als dass sie unter einem Kissen gehören. Okay, also da gibt es noch 2 weitere solche Tagebücher, wo vielleicht noch was Interessantes drin steht. Und wir haben gehört, dass die Impa wahrscheinlich noch, dass es die noch gibt. Die war ja schon uralt, wo man in Breath of the Wild, aber sie halt hier immer noch uralter, oder? Sie hat auch so eine Verjüngung mitgemacht. Wo hat sie denn das dritte Buch, das vierte Buch versteckt? Schon sagt, sie teilt's auf. Naja. Oh, es ist hell. Sehr gut. So, und was das hier darstellt, ihr Irrlichter. Ah, kriegen wir bestimmt auch noch was. So. Was habe ich denn für eine Waffe ausgerüstet eigentlich? So, das ist Soldatenschwert. Schnell aufladen. Was ist schnell aufladen? Lädt es vielleicht meine Energie schneller, wenn ich das aufgerüstet habe? Ich hoffe, ich kriege auch noch mit, wie man die Türme aktiviert. Wächter scheint es ja nicht mehr zu geben. Na, da ist ja schon mal ein Schrein, das ist gut. Hier jemand? Haben sie Zelte ringsrum um den Schrein gebaut? Das sollte ja eigentlich hier wieder aufgebaut werden. Und da steht das Schloss Zentralplatz. Hier jemand? Hallo? Eine Eichel. Naja. Besser als nix. Was ist das? Da. Reise-Zweihänder. Blieb das beidheilig geführtes Schwert, die Klinge ist zerfressen, somit recht stumpf. Reiselanze. Reiselanze gefällt mir. So. Auf. Haben wir bestimmt irgendwas Überflüssiges. Guck mal, das auf dem Boden. Nimm lieber die Reiselanze mit. Und da machen wir jetzt irgendwas dran, was wir im Inventar haben. Gucken wir mal. So ein Bockblinhorn. Na. Könnte man nehmen, ne? Was haben wir noch? Das ist halt mein letztes Alpha-Elite-Konstrukt. Aber was soll's? Hier ist Soldatenschwert. Ich wollte die Lanze. So. Nochmal. So. Dann habe ich eine coole Lanze. Ja. Wo fange ich nur an?
Wer bist denn du? Oha, du hast mich überrascht. Was treibst du an einem Ort wie diesem? Abgrund von Schloss Hyrule ist hier ganz in der Nähe und ganz gewiss nicht ungefährlich, weißt du? Auch dieser Schrein könnte möglicherweise gefährlich sein. Jedenfalls lauert momentan wegen des Kataklysmus hinter fast jeder Ecke Gefahr. Sei auf der Hut. Abgrund? Du hast sicher die tiefen Löcher gesehen, die sich auf der ganzen Welt wegen des Kataklysmus aufgetan haben. In diesem Gebiet befinden sich welche unter Schloss Hyrule und südlich des Spähpostens. Ich habe gehört, einige Mitglieder der Forschungsgruppe, die so einen Abgrund untersucht haben, da ging es nicht gut. Es wäre wohl das Beste, wenn du Abgründe jeglicher Art nicht zu nahe kämst. Ernst, ich bin froh, dass ich bloß diesen Schrein untersuchen soll, keinen von diesen Abgründen. Schrein? Hä? Einer befindet sich doch direkt vor deinen Augen. Liest du etwa keine Zeitung? Mysteriöse Schreine, über Nacht aufgetaucht, stand direkt auf der Titelseite. Wir wissen zwar, dass sie aus uralten Zeiten stammen, aber ob sie nun von dem Himmel gefallen oder aus dem Boden gewachsen sind, auch geht's nicht nur um die Schreine, sondern auch um die Abgründe. Wir wissen wirklich noch so gut wie nichts über all das, was der Kataklysmus mit sich gebracht hat. Stell dir nochmal vor, von den Schreien und Abgründen ginge Gefahr aus. Wir müssen sie alsbald erforschen. Die Leute vom Suchtrupp durchforsten unermüdlich das Umfeld von Schloss Hyrule. Da darf ich nicht zurückstehen. Pass mal auf. Du wirst staunen. Da habe ich zumindest schon mal einen Teleportpunkt hier in der Nähe, ne? Kampftechniken? What? Das so ein... Traue ich mich das? Na klar, traue ich mich das. Was ist denn das? Ein Konstrukt? Ui. Dieser Schrein läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Weiche Angriffe mit einem Sprung zur Seite aus. Nutze die so entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. Ziel erfasst. Zur Seite springen. Okay. Ziel erfasst. Zur Seite springen. Weich mit einem Sprung nach hinten aus. Ja, ist klar. Das ist schon zu zeitig weggewischt. Aber der macht zum Glück fast keinen Schaden. Ich weiß es mal. Pariere zum richtigen Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild, um den Gegner auf den Gleichgewicht zu bringen. Muss erst mal eins ausrüsten, warte mal kurz. Schild heben, parieren. Okay, warte. Erst mal ein Schild ausrüsten. Dann nehme ich mal eine normale Waffe in der Hand. So. Also zum richtigen Zeitpunkt parieren, ne? Du kannst Kraft sammeln und einen aufgeladenen Angriff ausführen. Triff möglichst viele Gegner damit. Gedrückt halten, loslassen. Okay. So. Na wunderbar. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Und die Kiste. So, aber erstmal gucken. Konstruktbogen. Haben wir noch einen blöden Bogen, der nichts taugt. Naja. So. Verrostetes Schwert brauchen wir eigentlich nicht. Der hat auch nur ein verrostetes Schwert, ne? Bloß ein Konstrukt ist. Ah, meint man doch, er kann was Besseres als ein verrostetes Schwert haben. Naja. Ja.
Sonanium-Schwert, das klingt gut. Aus Sonanium gefertigtes Schwert der Sona. Bei der Synthese mit Sona-Bauteilen oder Materialen erhöht sich die Angriffskraft etwas mehr als üblich. Das kann man also noch extremer aufwerten. Mach jetzt den Stock mal weg. Die Lanze hier hält auch nicht mehr lang. Und du musst das rostige Schwert, da gibt es sowieso viel davon. Oh, habe ich noch was anderes? Den Knüppel oder das rostige Schwert weg. Keinen Unterschied machen. Auf dem Boden. So. Gut. Na dann. Gut, überspringen wir es mal. Schon zwei Segenslichter wieder. Und wieder raus. Ja, gespannt, was man braucht, um die Türme zu aktivieren. Gut, na. Hast du gesehen, dass ich das Ding aktiviert habe? Was, hä? War dieses Loch vorher schon hier? Wann ist das passiert? Du hast doch gerade daneben gestanden. Entschuldige, was ist denn? Wir sind hier so nah am Abgrund. Ist also gefährlich, weißt du? Sogar dieser Schrein könnte gefährlich sein. Das hast du gesagt. Okay, Wiedersehen. Ich dachte, du hättest gemerkt, wie ich da drinnen war. Naja, die Leute vom Suchtrupp, die sind da vorne irgendwo. Und da machen wir uns natürlich in der nächsten Folge auf den Weg, aber hier gucken wir schon nochmal kurz. Gehen wir mal einmal um den Brunnen. Und da nicht was Nettes finden. Aber wir haben sie wahrscheinlich schon ein bisschen aufgeräumt, die Leute. Aber hier hat gerade jemand gestanden, der da ins Schloss reinschaut. Ja, tags sieht es gar nicht so schlimm aus. Hm? Link, wann bist du vom Schloss zurückgekommen? Da stehe ich die ganze Zeit hier wach und krieg trotzdem nicht mit, wie du hier rausmarschierst. Puh, wie es scheint, habe ich noch eine ganze Menge Training vor mir. Truppenführer Holm weiß bestimmt immer noch nicht, dass du wieder zurück bist, Link. Er ist oben auf dem Tor des dritten Walds. Dort auf dem Hügel hinter diesem Tor. Beeil dich und erstatte ihm Rapport. Ich bin mir sicher, dass er überrascht sein wird, dich zu sehen, Link. Ja, aber Rapport erstatten wir dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Für heute sind wir ein ganz Stück vorwärts gekommen und einiges erfahren. Bloß noch nicht, wie die Türme aktiv werden. Ich habe noch keine Karte, das stört mich ein bisschen. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Also, sehen wir, wie es nächste Mal weitergeht. Bis dann sage ich Tschüss, macht's gut. Euer Astronier, ich bin schon gespannt. Ist ein cooles Spiel. Tschüssi.